Als nächstes darf ich vorstellen Dirk Fischer. Dirk, wir kennen uns schon sehr lange. Ich sage immer, er ist ein Urgestein unserer Finanzbranche. Wie siehst du das Thema Inflation? Was ratest du eigentlich momentan den Anlegern? Also vielleicht erstmal gesagt, es ist schon ein dramatisches Thema. Ja, man hat gestern gesehen, der Bundesbankpräsident ist zurückgetreten zum Ende des Jahres. Er hat natürlich geschrieben, er macht das aus persönlichen Gründen, aber er hat vorher immer wieder vor dem Thema Inflation gewarnt. Und jetzt ist das Thema da. Und wie Barkis richtig schon geschildert hat, die Notenbank hat halt eben nur begrenzte Möglichkeiten, weil sie kann die Zinsen nicht nach oben treiben. Dann würden halt viele verschuldete Staaten, sage ich mal, Riesenprobleme bekommen. Ja. Schwenken wir mal auf die Anlegersicht. Hast du sehr schön in deinem Intro beleuchtet. Ja, ich bekomme null Zinsen oder sogar Minuszinsen oder Verwahrentgelt, wie es heute immer so schön heißt. Ja, und habe 4% Kaufkraftverlust. Lass uns das mal hochrechnen. In 25 Jahren hätte ich 100% meiner Kaufkraft eingebüßt, wenn die Situation so bleiben würde, wenn Inflation dauerhaft wäre. Also für alle die Anleger, die an Zinsen glauben, Sparbuch, Festgeld, Tagesgeld, dramatisch, jedes Jahr 4% Kaufkraft weg. Ja. Und ich glaube, das ist erstmal, dass man sich in den Kopf hämmern muss, jedes Jahr und nicht einmalig. Ja. Und jetzt geht es natürlich darum, Lösungen zu finden. Vielleicht eins noch vorab gesagt, die Überraschung für mich ist eigentlich, dass die Leute alle so überrascht sind zum Thema Inflation, weil wir wussten alle, Lager sind leer, die Lieferketten sind gebrochen. Wir haben alle gehofft, dass die Wirtschaft wieder anspringt, aber wir wussten natürlich, dass das Angebot dann knapp sein würde. Knappes Angebot, starke Nachfrage, steigende Preise. Also, dass Inflation kommen würde, nicht wirklich überraschend. Aber die Frage ist, wie reagiere ich jetzt darauf? Als Anleger, Zinsen sicherlich das Falscheste, kann man nicht steigern. Also eine falsche Entscheidung, die ich treffen könnte. So, was bleibt? Werden natürlich alle Gold und Kryptowährungen empfehlen als Reservewährung. Ja, kann man machen. Inflationsgeschützte Anleihen würde auch gehen, kann man auch machen. Ich würde das Thema Konsum spielen wollen. Ja, jetzt wird man sagen, warum Konsum? Viele Leute konsumieren ja vielleicht jetzt nicht, wenn die Zinsen steigen. Ich glaube das nicht, sie weichen nur aus. Ja, also wenn mir ein bestimmter Sachverhalt zu teuer ist, ich aber trotzdem es unbedingt haben möchte, dann greife ich halt zu einem Surrogat. Also nehmen wir mal das Beispiel Urlaub als vielleicht für deine Kunden am greifbarsten Thema. Jeder, der Urlaub machen wollte, hat eine Lösung für sich gefunden. Für alle ist es teurer geworden, das Thema Urlaub, und man hat halt eben die Variante gewählt, die für einen passt. Sonst wird es auch mit jedem Alltagsmittel sein. Deshalb versuchen wir das halt über das Thema Konsum zu lösen. Also beispielhaft, der ein oder andere Kunde von dir kennt das. Also ich bin ein großer Fan des Gamax Junior Funds, der halt viele solche Konsumwerte mischt. Und wenn ich natürlich jetzt Werte mische wie eine PayPal, wie eine Amazon, wie eine Mastercard und habe das im breiten Bündel, dann ist mir erstmal egal, was der Kunde konsumiert. Hauptsache, er konsumiert überhaupt. Und daran glaube ich, also die Inflation wird den Konsum nicht stoppen. Es wird sie nur umleiten. Ja, und das reizt ja auch viele an, weil die sagen, Sparen lohnt sich ja nicht, dann gebe ich das Geld lieber aus. Und man lebt so ein bisschen den Hedonismus und sagt, im Hier und Jetzt lebe ich und dann lasse ich es mir doch gut gehen. Also vielleicht ist der ein oder andere eher bereit, sogar gerade bewusst auch zu konsumieren. Also sehr guter Punkt. Also ich glaube, das ist wirklich eine sehr gute Lösung. Aber mit ein bisschen gedämpfter Erwartungshaltung, das will ich auch dazu sagen, natürlich werden die Aktienmärkte von einer hohen Inflation keinen Rückenwind bekommen. Das ist klar. Da werden wir ein bisschen Gegenwind haben. Aber die Kunden legen ja auch nicht für 3 Monate an, ja, sondern sie legen mittel- bis langfristig an. Und das wäre so ein bisschen mein Rat, in diese Richtung zu tendieren.